Hallo und herzlich willkommen im Sportsfunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zum BA Pro Mode. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der letzten Folge haben wir ja mitgekriegt, dass wir ja eine Verletzungspause haben und erst wieder in den Playoffs einsetzbar wären. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir hier das ganze Ding drehen. Jetzt müssen wir das ganze Ding gerade nur einmal anschauen, weil wir haben es das letzte Mal schon geschaut. Die Serie steht 3 zu 1. Vancouver müsste nur ein Spiel gewinnen, damit das ins Westfinale einzieht. Und es gilt, das jetzt in die nächsten Spiele zu verhindern. Mal schauen wir mal, ob es uns gelingen wird. Wir hätten nämlich die kompletten Vorteile auf unserer Seite. Das ist nämlich das Geile am BA Pro. Du hast gerade einen Charakter. Du musst die komplett nach dem KI-Team richten. Aber ich werde Vollgas geben. Ich werde jetzt doch Vollgas geben. Nach einer langen Verletzungszeit bin ich wieder zurück. Sammeln. Concentration. Jetzt schauen wir, was wir da früher gekommen in der Serie. Jawohl! 1:0 für unser Mansi. Und gleich wieder aus aufs Eis. Gut. Verdammt, das Headset verrutscht. Dann muss man es richten und dann hat man keinen Puck mehr. Nämlich der Funken. Im Moment steht es nur 1:0. Im Moment steht es 1:0. 40 ist noch 40 ist noch zum Spielen. 40, ja, war gut. Leider nur der Assist. Aber wir haben zumindest das Tor. War zu null. Bleibt zwar zu null.
Hauptsache durchschießen, Hauptsache durchschießen. Wir müssen die Serie drehen. Erste Drittel war mal ganz gut. Ich will ins Finale. Ich will den Puck kriegen. Ah, den Pott kriegen. Nicht erwischt. Schön angefangen, schön angefangen. Schlechter Schuss, aber besser als gar nichts. Wir müssen ja wieder 2-0 von, das taugt mir. Ah, möchte ich mehr aus. Nein, kein Tor, kein Tor. Ich hoffe, kein Tor. Schaut sie so aus, wenn es ein Fußspiel gewesen war. Au, jawohl. Gott sei Dank. Pfiuh, da haben wir noch mehr Glück gehabt. Ah, fällt mir da in die Parade. Geht schon. 3-3-3-3-Ski, Alwe nur 2-0. Hervorragend, hervorragend. So, auf geht's. Ja.
3:0. Das passt hervorragend. Das werden wir wieder dran, das Ding. So, letztes, entscheidendes und gefährliches Drittel, meine lieben Sportsfreunde. In der Folge werden wir nur sehen, ob wir in der nächsten Folge ins Finale kommen. Endlich mein erlangersehntes Tor und das 4:0. Außenkrankenstand direkt ins Tor. Außenkrankenstand aufs Eis direkt ins Tor. So wollte ich sagen. Hervorragend. Vancouver heute fest. HB Kim. Ein Captain ist auch für seine Mannschaft da. Jetzt machen wir mal keine großen Töne, sondern gehen wir mal aufs Team. Schlusstreffer. Anschlusstreffer 1:4. Anschlusstreffer. HP spinnt ja aus. Oh, was ist jetzt los, Jungs? Wir haben 4:0 Führung gehabt. Nein, 14, 2:4 steht's. So, 3:52 gehen oder Dramas. Oh, aber mit der Trans. 3:4 gewinnen wir. 4:3 gewinnen wir. Dritte Staff
für die Canucks. Dann der Hansi mit einem Tor und zwei Assist. Und dann der Phil mit meinem gestohlenen Tor. Jetzt haben wir drei Tore, zwei Assist. Die Serie ist jetzt seit 2-3. Hervorragend. Jetzt müssen wir das nächste noch gewinnen. Und dann müssen wir in der nächsten Folge, ob wir es ins Finale schaffen. So, auf geht's. Simulieren wir uns Füche. $350 haben wir gekriegt. Bis jetzt hat. Lass mir dabei so stehen. Mit. Auf geht's. Gewinne die Serie, ja. Wir ganz nicht Gas geben, diesen das nächste Spiel. So, auf geht's, konzentriert bleiben. Uh. 14:37, 7:2, 0:0, passt gut. Ein bisschen aber das noch passen mit 1:0 für uns, aber.
Jawohl! 1-0 für Los Angeles. Von unserem Ansi. Fünftes Tor in diesen Playoffs. Gibt gerade eins. Aber jetzt haben wir ein zweites Playoff-Spiel erst. So, simulieren wir uns nach vorn. Hoffen wir, dass Vancouver nichts Großartiges gemacht hat. Hervorragend, hervorragend, Jungs. Das müssen wir jetzt beibehalten, den Druck. Ich möchte gerne ein Tor schießen. Ich probiere es einmal mit einem Tor. Sind 38. 28, passt. Da habe ich nur 2-0. Das letzte Drittel wäre gefährlich. Das letzte Drittel wäre gefährlich. Besser als gar kein Schuss. Jetzt kommt schon, Jungs. Das müssen wir rocken, das Ding. Ja, 2-0 und wir gehen in die letzte Drittelpause.
Jetzt geht's um so es. Jetzt geht's um OS. In der stehe da seitlich raus. So bin ich jetzt schon drauf, was schon. Jetzt auf geht's, nach vorne, nein, nach vorne. Ich hab'n. Und 12. Oh, aber mir gewinnt. Mir der dran das Ding jetzt. Mir der dran das mit 2-2 gleich mal die Serie auf 3-3 aus, meine lieben Sportsfreunde. Und jetzt, wenn wir im letzten Spiel dann in der nächsten Folge nur so viel Glück haben, dann heißt es Finale. In der nächsten Folge geht es ums Finale. Schauen wir mal, wie viele Stars das uns geben. Ich habe jetzt da nicht so viel Beitrag geleistet, aber zumindest, glaube ich, ein bisschen was. Ja, 50 Punkte sind es auch, was man kriegt. Solange das grün ist, bin ich ja zufrieden. Der Hansi hat ein Tor und einen Assist geschossen. Zwart ist da der Philipp, hat ein Tor und einen Assist geschossen. Und der dritte ist, und der erste ist da, geht an unseren Goalie. Okay, 3 Stars. 2 Tore, 2 Assists, die Serie ist auf 3-2 ausgeglichen. Dann schauen wir noch schnell in die Kabine. So, dann schauen wir mal. Was kommen 3er? Ah ja, die Füße zieht uns wieder an. Einmal die Messen unbedingt ausbauen, sobald dass wir wieder Punkte kriegen. Neues Gespräch. Mhm.
Machen wir Team, machen wir gar kein Stadion. Und dann machen wir das Versprechen. Ja gut, Diplomatie können wir nicht machen. Für mich ist mein Ziel, das nächste Spiel zu gewinnen, nicht irgendwas zum Erreichen. So. Gut, bleib stehen. Schaut es bei den anderen aus? Wir haben jetzt da die Serie auf 3 zu 3. St. Louis war weiter, passt hat man gut für fürs Finale. St. Louis muss gerade noch auf uns warten, da hinten steht es auch 3-3, 3-3 gegen knapp hergegangen. Es ist überall knapp hergegangen. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's für diese sportliche Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht beim Zuschauen. Würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann ja gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der NHL mit dem HP weitergeht, nichts mehr nice versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist jetzt viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.